Добрый вечер. Меня зовут Уве. Я живу в Дрессене. Ach, Sie verstehen das gar nicht. Oh ja, doch, zwei, drei. Ossis, Benze, wir sind auch hier wieder klar im Vorteil. Natürlich, wir sind ganz klar im Vorteil. Das wird uns das Überleben sichern, uns Ostlern, wenn der Russe kommt. Ja? Na ja, und so wie die Propaganda redet, ist ja anzunehmen, er kommt bald, der Russe. Aber, liebe Gäste hier in Köln, ich kann Ihnen eins versprechen. Ich sag mal, spätestens, wenn die Rote Armee im ZDF-Studio in Mainz steht, dann spricht Marionetta Slomka auch anders. Wollen wir wetten? Wollen wir wetten? Und als Sachse sage ich ja immer, kennen Sie eigentlich den Unterschied zwischen den Russen und dem Westen? Die Russen sind mal losgeworden. Ja. Und was machen Ihre amerikanischen Freunde? Auf deutschem Boden werden die Atomwaffen modernisiert. Leute, geht's noch? Atomwaffen modernisieren, das klingt wie schöner sterben. Ernsthaft, mir vergeht jeden Tag ein bisschen mehr das Lachen hier. Und es gibt Leute in diesem Land, die reden schon wieder vom totalen Krieg. Ich denke mir das nicht aus, Poroschenko und Genossen. Konsorten, natürlich, vom totalen Krieg. Wenn wir Deutschen irgendwas begriffen haben, dann ist es doch das. Und wenn wir noch 100 Jahre den Kitt aus den Fenstern fressen müssten, aber nie wieder Krieg. Und uns geht das Wort schon wieder über die Lippen, es ist Wahnsinn, was hier passiert. Und ich sage Ihnen eins, es gab Zeiten, Landsleute, da wurde man wenigstens noch gefragt, ob man den totalen Krieg überhaupt will. Ja? Und was machen die... Ja, Entschuldigung. Was machen die Amerikaner? Sie liefern Verteidigungswaffen in die Ukraine. Hallo? Verteidigungswaffen? Das sind wahrscheinlich Panzer, die rückwärts schießen, oder was? Apropos Amis. Ich bin den Amis trotz alledem dankbar, dass ich hier nicht falsch verstanden werde. Ja, ich bin dankbar, dass sie Angela Merkel abhören. Man hat nur ein Gesicht. Und unsere Angela, die weiß, dass sie vom amerikanischen Geheimdienst abgehört wird. Was macht sie? Sie ermittelt jetzt ganz mutig über den Generalbundesanwalt gegen Unbekannt. Ich frage Sie, wer macht hier Kabarett? Ich meine... Ich meine, machen wir uns nichts vor, dass das mit der DDR nichts werden könnte. Ich bitte Sie, woher kam Honecker? Und hier die neuen Machthaber, die wir ja nun schon seit 25 Jahren haben, also dort, wo ich herkomme, Deutsch-Nahost, ja. Man könnte auch sagen, die besetzten Gebiete, ja. Es ist kein Quatsch, schön, dass ich Ihnen das mal hier sage. Nach 25 Jahren, 90% der Entscheidungsträger kommen aus der BRD. Wir haben die Revolution gemacht, herzlichen Dank. So, aber was versteht der Ochse vom Sonntag, wenn er alle Tage Heu frisst? Also, was sagen hier die neuen Machthaber? Wir nehmen mal zwei Ossis an die Spitze des Staates, Mutti und Fadi, beide aus MacPom, beides Pfaffenbrut, nicht zu verwechseln mit Drachenbrut. Ja, und wenn das Ding hier schief geht, und es sieht ja alles danach aus, siehe Euro, Griechenland, was weiß ich, dann fällt MacPom geschlossen an Schweden. Ne? Da ist der Russe noch näher dran. Wir sind hier in unmittelbarer Nähe vom Dom. Steht nicht geschrieben, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Und wer Flüchtlingsströme produziert, der hat Krieg gesät. Ja, und was hier, Moment. Manchmal denke ich, ich bin im falschen Film. Wieso bezahlen wir von unseren Steuern Waffen, mit denen wir fremden Kulturen die Heimat wegbomben? Wieso werden die Kosten für Flüchtlingsheime nicht direkt bei Heckler und Koch abgezogen? Hä? Ja, freilich. Und wieso zetteln die Amerikaner und Israelis die Kriege an und wir dürfen als Deutsche die Scheiße bezahlen? Was passiert hier? Wo ist der Aufstand der Anständigen? Was passiert hier? Wissen Sie, was das Schlimmste ist? Viele Menschen können sich heute eher einen Kapitalismus ohne Welt vorstellen, als eine Welt ohne Kapitalismus. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, entweder der Papst oder ich. Es ist egal, jedenfalls ein Stellvertreter. Wäre die Erde eine Bank, sie wäre längst gerettet. So.
Und was? Ein letztes. Landsleute, ein kleines Beispiel, damit Sie sehen, dass unsere Politiker wirklich manchmal gar nicht mehr wissen, was sie sagen. Angela Merkel hat im Wahlkampf bei uns in Dresden gesprochen. Neben ihr stand unser sächsischer Ministerpräsident Stanisław Tillich. Ne? Das hört man ja, Stanisław, das ist ein deutscher Name. Und da hat sie folgenden Satz gesagt, der Herr ist mein Zeuge, wortwörtlich. Und ich habe Ihnen etwas mitgebracht, liebe Dresdnerinnen und Dresdner. Die höchste Geburtenrate in diesem Jahr kommt eben nicht aus Westdeutschland. Wenn sie bei uns spricht, spricht sie von Westdeutschland. Die höchste Geburtenrate in diesem Jahr kommt aus Dresden. Und das ist das alleinige Verdienst von Stanisław Tillich. Gut. Ich träume ja manchmal nachts von Angela. Ja, und in meinem Traum spricht sie weiter. Deswegen wird er bei uns auch genannt im Kabinett liebevoll unser sorbischer Zuchtbulle. Ja. Da lacht die Domina, die Domovina. Eins noch zum Schluss, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, liebe Leute. Das Geld. Jetzt mal ohne Quatsch. Ich denke mal, wir erleben das noch. Gibt es den Euro überhaupt noch? Wunderbar, zwei, drei lachen schon. Kollegen von mir, die rechnen schon 8 Euro, das sind dann 4 D-Mark. Hat doch schon mal geklappt, da hat es doch auch die Hälfte nicht gemerkt. Und ich verspreche Ihnen was, die D-Mark ist schon gedruckt. Erinnern Sie sich dran. Bis gleich. Gute Nacht. Und es gibt Leute in diesem Land, die reden schon wieder vom totalen Krieg. Ich denke mir das nicht aus, Poroschenko und Genossen. Konsorten, natürlich, vom totalen Krieg. Wenn wir Deutschen irgendwas begriffen haben, dann ist es doch das. Und wenn wir noch 100 Jahre den Kitt aus den Fenstern fressen müssten, aber nie wieder Krieg. Und uns geht das Wort schon wieder über die Lippen. Es ist Wahnsinn, was hier passiert. Und ich sage Ihnen eins, es gab Zeiten, Landsleute, da wurde man wenigstens noch gefragt, ob man den totalen Krieg überhaupt will. Ja? Und was machen die? Ja, Entschuldigung. Was machen die Amerikaner? Sie liefern Verteidigungswaffen in die Ukraine. Hallo? Verteidigungswaffen? Das sind wahrscheinlich Panzer, die rückwärts schießen, oder was? Apropos Amis. Ich bin den Amis trotz alledem dankbar, dass ich hier nicht falsch verstanden werde. Ja, ich bin dankbar, dass sie Angela Merkel abhören. Man hat nur ein Gesicht. Und unsere Angela, die weiß, dass sie vom amerikanischen Geheimdienst abgehört wird. Was macht sie? Sie ermittelt jetzt ganz mutig über den nicht zu verwechseln mit Drachenbrut. Ja, und wenn das Ding hier schief geht, und es sieht ja alles danach aus, siehe Euro, Griechenland, was weiß ich, dann fällt MacPom geschlossen an Schweden. Na? Da ist der Russe noch näher dran. Wir sind hier in unmittelbarer Nähe vom Dom. Steht nicht geschrieben, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Und wer Flüchtlingsströme produziert, der hat Krieg gesät. Ja, und was hier, Moment. Manchmal denke ich, ich bin im falschen Film. Wieso bezahlen wir von unseren Steuern Waffen, mit denen wir fremden Kulturen die Heimat wegbomben? Wieso werden die Kosten für Flüchtlingsheime nicht direkt bei Heckler und Koch abgezogen? Hä? Ja, freilich. Und wieso zetteln die Amerikaner und Israelis die Kriege an und wir dürfen als Deutsche die Scheiße bezahlen? Was passiert hier? Wo ist der Aufstand der Anständigen? Was passiert hier? Wissen Sie, was das Schlimmste ist? Viele Menschen können sich heute eher einen Kapitalismus ohne Welt vorstellen, als eine Welt ohne Kapitalismus. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, entweder der Papst oder ich. Es ist egal, jedenfalls ein Stellvertreter. Wäre die Erde eine Bank, sie wäre längst gerettet. So, und was? Ein letztes. Landsleute, ein kleines Beispiel, damit Sie sehen, dass unsere Politiker wirklich manchmal gar nicht mehr wissen, was sie sagen. Angela Merkel hat im Wahlkampf bei uns in Dresden gesprochen. Neben ihr stand unser sächsischer Ministerpräsident
Stanisław Tillich, ne? Das hört man ja, Stanisław, das ist ein deutscher Name. Und da hat sie folgenden Satz gesagt, der Herr ist mein Zeuge, wortwörtlich. Und ich habe Ihnen etwas mitgebracht, liebe Dresdnerinnen und Dresdner. Die höchste Geburtenrate in diesem Jahr kommt eben nicht aus Westdeutschland. Wenn sie bei uns spricht, spricht sie von Westdeutschland. Die höchste Geburtenrate... Dobry wieczór. Menja zavut Uwe. Ja żywu w Dresdenie. Ach, Sie verstehen das gar nicht. Oh ja, doch, zwei, drei. Ossis, Benze, wir sind auch hier wieder klar im Vorteil. Natürlich, wir sind ganz klar im Vorteil. Das wird uns das Überleben sichern, uns Ostlern, wenn der Russe kommt. Ja? Na ja, und so wie die Propaganda redet, ist ja anzunehmen, er kommt bald, der Russe. Aber, liebe Gäste hier in Köln, ich kann Ihnen eins versprechen. Ich sag mal, spätestens, wenn die Rote Armee im ZDF-Studio in Mainz steht, dann spricht Marionetta Slomka auch anders. Wollen wir wetten? Wollen wir wetten? Und als Sachse sage ich ja immer, kennen Sie eigentlich den Unterschied zwischen den Russen und dem Westen? Die Russen sind mal losgeworden. Ja. Und was machen Ihre amerikanischen Freunde? Auf deutschem Boden werden die Atomwaffen modernisiert. Leute, geht's noch? Atomwaffen modernisieren, das klingt wie schöner sterben. Ernsthaft, mir vergeht jeden Tag ein bisschen mehr das Lachen hier. Anwalt gegen Unbekannt. Ich frage Sie, wer macht hier Kabarett? Ich meine... Ich meine, machen wir uns nichts vor, dass das mit der DDR nichts werden könnte. Ich bitte Sie, woher kam Honecker? Und hier die neuen Machthaber, die wir ja nun schon seit 25 Jahren haben, also dort, wo ich herkomme, Deutsch-Nahost, ja. Man könnte auch sagen, die besetzten Gebiete, ja. Es ist kein Quatsch, schön, dass ich Ihnen das mal hier sage. Nach 25 Jahren, 90% der Entscheidungsträger kommen aus der BRD. Wir haben die Revolution gemacht, herzlichen Dank. So, aber was versteht der Ochse vom Sonntag, wenn er alle Tage Heu frisst? Also, was sagen hier die neuen Machthaber? Wir nehmen mal zwei Ossis an die Spitze des Staates, Mutti und Fadi, beide aus MacPom, beides Pfaffenbrut,